Guten Morgen, Radfreunde. Gerade bin ich wieder aufgestanden. Wir haben jetzt Sonntag, den 13. August, kurz vor 8. Und heute Morgen, da bin ich irgendwie gar nicht so aus dem Bett rausgekommen. Zum ersten Mal spüre ich jetzt auch meine Beine, dass ich gestern was gemacht habe. Am ersten Tag nach meinen 60 Kilometern hoch in Richtung Oberstaufen war das nicht der Fall. Aber dass ich gestern 100 Kilometer gefahren bin auf dem Bodensee, Frühlingsradweg, das spüre ich heute. Obwohl ich auch Magnesium gestern noch genommen habe. Das bedeutet, dass ich jetzt erstmal mein Frühstück zu mir nehmen werde. Einen starken Kaffee, dass ich zu mir komme. Und dann werde ich ganz langsam die Radtour beginnen. Erstmal meine Beine einfahren. Und ich hoffe, dass ich nach den ersten 10 bis 15 Kilometer meine Beine wieder so weit hergestellt habe, dass ich sie nicht mehr so ganz arg spüre, sondern dass sie wieder in die Pedale treten können. Mit dem Wetter, da scheine ich heute Glück zu haben. Noch habe ich eine erfrischende Kühle, die aus dem Fenster reinkommt. Aber so wie es ausschaut, wird heute ein sonniger Tag, was mich sehr freut. So schaut's aus, der Blick aus meinem Zimmerfenster. Was wünscht man sich mehr, wenn man hier in der Alpen unterwegs ist? Nach dem ausgiebigen Frühstück sieht die Welt auch gleich ganz anders aus und die Radreise kann jetzt fortgesetzt werden. Und ich starte auch heute mit meinen warmen Radschuhen. Draußen ist es doch noch relativ frisch. Und kann ich immer noch während der Radtour gegen die Leichen austauschen. Als kleinen Zwischensnack habe ich noch die eingepackte Frühstück. Ich kann morgens einfach nicht viel essen. Und deshalb die Banane in der Stunde vor dem hilfreichen Gewicht leisten. Weiter geht's. Weiter geht die Fahrt auf dem Bodensee, Königssee-Radweg. Und dieses Mal startet der Morgen ganz ohne Regen, aber den vermisse ich gar nicht. Auch heute Nacht oder bis heute Morgen war ich zufrieden mit meiner Unterkunft, hat soweit alles gepasst. Ein relativ ruhiges Zimmer, viel frische Alpenluft und auch beim Frühstückbuffet war alles vorhanden, was das Herz begehrt. Einzige war der Preis, 64 Euro inklusive Frühstück, aber wir sind hier in der Nähe von Garmisch-Partenkirchen und der Wirt hat jetzt schon selber einen Gast gesagt, der auf Zimmersuche war. Sie sind einer der günstigsten Pension hier, deshalb waren sie auch komplett ausgebucht und deshalb sind wir mal sauber. Ich habe gut geschlafen und es hat alles gepasst. Und jetzt geht es weiter, erstmal zurück auf den Bodensee Königssee Radweg. Das sind jetzt ungefähr
einen Kilometer, dann bin ich wieder auf der offiziellen Strecke und dann werde ich mich langsam einradeln am heutigen Morgen. Heute fällt der Start ein bisschen schwer. Sonntag am frühen Morgen, wie ausgeschoben hier noch alles. Nach Saulgrub bin ich jetzt in Bad Kolkrub angekommen. Ein Ort, mit dem ich noch Erinnerungen verbinde. 2014 habe ich damals hier übernachtet in der Pension Strauß. Ein Kurort, der leider auch schon seine besten Zeiten hinter sich hat und schon ein bisschen am Aussterben ist. Das habe ich damals gemerkt, als ich abends nach einem zünftigen Gasthaus Ausschau gehalten habe. Und es war schwierig, was zu finden. Aber trotzdem, er hat auch noch seine schönen Seiten. Ich stehe jetzt hier mitten in der Ortsmitte. Wenn man einen Vortag noch in den Beinen spürt und die relativ steif und ausgelaugt sind, dann hilft nur eines, die Muskeln wieder langsam aufzuwärmen. Das habe ich jetzt geschafft. Die ersten 8 Kilometer sind überwunden. Die bin ich sehr sachte angegangen. Und was auch hilft, immer mal wieder einen Schluck aus der Trinkflasche zu nehmen. Am besten Fruchtsaftschorle, wo ein bisschen Zucker drin ist. Und dann bringt man meistens die Beine wieder in Gang, wenn sie nicht total übersäuert sind. Und das ist nicht der Fall bei mir heute. Auch damals, als ich 2014 hier unterwegs war, war es der dritte Tag und ich habe mich entschlossen, von Murnau noch hoch nach Bad Kolkrub zu radeln und dort zu übernachten, weil dort gab es wieder einige Möglichkeiten. Und die Beine haben damals richtig wehgetan. Da kann ich mich noch sehr dran erinnern. Und der leichte Aufstieg, den ich jetzt gemütlich hier bergab radel, der tat damals richtig weh. Und ich war so froh, als ich oben die Ortschaft erreicht hatte. Das Moorgebiet bei Bad Kolkrub ist wirklich sehr schön. Eine Ruhe und Idylle hier. Und im Hintergrund das Alpenpanorama. Was möchte man mehr? Kieswege durch Naturschutzgebiet. Und solche Momente auf dem Bodensee, Königsgradweg, die muss man wirklich genießen. Denn nachher kommen wieder andere Passagen. Da führt der Radweg als Begleitweg an viel befahrenen Autostraßen entlang. Daher rolle ich an solchen Passagen immer langsam voran, genieße alles hier und nachher, wenn ich dann wieder auf dem Begleitweg bin, an der Autostraße, dann trete ich mal wieder in die Pedale und schaue, dass ich ein bisschen Strecke mache.
es rollt sich wie von selbst. Und die ersten 15 Kilometer habe ich gemacht. Heute fahre ich wieder 100 Kilometer Tagesetappe. Laut Höhenmeterprofil ist nicht ganz so eine stressige Etappe. Vielleicht ganz gut, denn morgen, da kommt meine längste Tagesetappe mit 130 Kilometer. Und dann heißt es heute ein bisschen kräftig schon. Und auch wenn man jetzt nicht die spektakulären Höhen mit dem Fahrrad überwindet, es gibt so viel Schönes links und rechts vom Wegrand und ein super Alpenpanorama. Zum Glück regnet es heute nicht. Was wird mir da entgehen? Mein Navi hat mir in den letzten 3 Tagen wertvolle Dienste geleistet. Ich habe den kompletten GPS-Track von meiner Radreise über den Bodensee-Königssee-Radweg aufgespielt und während der Fahrt wird ständig durch mein USB-Werk geladen. Das befindet sich am Fahrradrahmen. Somit lebe ich da ganz sorgenfrei. Abends muss ich immer nur die Akkus von der Kamera und vom Handy aufladen. Ganz ohne Kartenmaterial oder Navi ist es schwierig, auf dem Bodensee-Königssee-Radweg entlang zu radeln. Es gibt Passagen, die sind richtig gut ausgeschildert, aber dann auch andere, da fehlen die Radwegzeichen. Als ich 2014 hier unterwegs war, ist nach 2 Tagen mein Navi kaputt gegangen. Ich hatte ein billiges Nabendynamo-Ladegerät von Pearl Revolt und es war nicht ganz Voralpenland tauglich. Als es mal einen steilen Stichberg abging, hat es Überspannung produziert. Mein komplettes Navi war kaputt. Gott sei Dank hatte ich damals noch den guten alten Bikeline dabei in Papierformat und da habe ich mich dann so durch den Radweg durchgehangelt und bin dann auch am Bodensee angekommen. Mit Navi ist das Ganze natürlich viel komfortabler. Ein kurzer Blick nach unten und man sieht sofort, ob man noch auf der Strecke ist. Mit dem Bikeline, da heißt es halt immer umblättern, die schwere Karte am Lenker. Man sollte doch ein bisschen mit der Zeit gehen und deshalb bietet auch Bikeline schon GPS-Tracks zu seinem Papierformat dazu an. Langsam wird mir warm auf meiner Radtour, hat 19 Grad und deshalb mache ich mal in dem ersten Schritt die Ärmel ab und ja, vielleicht in der nächsten Stunde ziehst du komplett aus, aber ich bin mal vorsichtig, unterkühlt ist man schnell und so wie ich gerade entlang rade, entlang rolle, nachher kaum Höhenmeter, da wird mir auch nicht so schnell heiß. Vor mir die A95 am Sonntagmorgen. Dort staut sich mal wieder der Verkehr, der totale Verkehrsinfarkt. Zum Glück bin ich mit dem Rad unterwegs. Hier staut sich nichts, auch wenn mir jede Menge Radfahrer entgegenkommen. Hier wäre noch mehr Platz für Radtouristen.
langsam wird mir warm. Das Thermometer zeigt schon über 20 Grad an. Und deshalb habe ich beschlossen, jetzt auch meine Radschuhe auszutauschen. Meine Sommerradschuhe kommen jetzt zum ersten Mal zum Einsatz. Meine Radjacke, die werde ich jetzt komplett ausziehen. Und da sich dort in der Rückentasche noch eine Banane befindet, die ich nicht in die Packtaschen verstauen möchte, weil die dort vermatscht, werde ich die auch gleich zu mir nehmen. Und dann kann es in aller Frische weitergehen. Die Sommerschuhe, die warten schon sehnsüchtig auf ihren ersten Einsatz. Den bekommen sie jetzt. Die schweren Winterschuhe, die werde ich jetzt halt in den Packtaschen mit mir führen. Heute Abend packe ich die dann aus der Plastiktüte raus und lasse sie nochmal gut entlüften. Und dann hoffe ich, dass ich die auf dem Rest der Radtour nicht mehr brauchen werde. Und jetzt mache ich noch eine kurze Pause, dann geht's weiter. Ab und an verläuft der Radweg auch mal wieder auf der Straße. Vor allem, wenn kleinere Flüsse überquert werden müssen. Gerade waren es 2 Stück. Und da gibt es dann eben eine Brücke, die sich Radfahrer und Autofahrer teilen müssen. Jede Menge Radfahrer sind heute unterwegs. Im Minutentakt kommen sie mir entgegen. Alle nutzen das schöne Wetter. Und als ich vor 2 Tagen in Lindau gestartet bin, da sah das Ganze noch viel anders aus. Aber so ist mir die Situation viel, viel lieber. Und ich genieße jetzt diese schöne Welle hier. Und einige haben schweres Gepäck dabei. Der Bodensee-Königssee-Radweg, der wird viel genutzt, um auf der Höhe ein futuristischer, pyramidenförmiger Aussichtspunkt. Da führen 2 Treppen hoch und von hier aus kann man bestimmt schön das Alpenpanorama genießen. Bis jetzt komme ich ganz gut voran. Die ersten 30 Kilometer sind geschafft und geplant ist, bei Kochel am See eine Mittagspause einzulegen. Dann sind ungefähr 45 Kilometer der Tagesetappe geschafft.
gerade wenn ein Radweg mal wieder wie hier einer vielbefahrenen Autostraße entlangläuft als Begleitweg, gibt es die Möglichkeit, hier mal ein bisschen kräftiger in die Pedale zu steigen, voranzukommen, Kilometer zu machen. Und wenn dann wieder die schönen Passagen kommen, dann bremse ich mich selber aus. Auch so sieht der Bodensee-Königssee-Radweg über größere Etappen aus. Es geht halt nicht immer anders. Das Wegenetz ist beschränkt. Der Wasserlauf, wo hier nebenan zu sehen war, der fließt ausnahmsweise mal nicht weg von den Alpen, sondern hin zu den Alpen. Denn vor mir, da kann man es sehen, da muss irgendein Pumpspeicherkraftwerk sein. Und wahrscheinlich wird da jetzt das gerade voll gepumpt, die Sonne scheint, da gibt es genügend Solarstrom. Kilometer sind geschafft und wir haben jetzt 11:30 Uhr, also ich komme richtig gut voran und wenn es weiterhin so läuft, dann schaue ich, dass ich pünktlich am Schliersee ankomme, dort möchte ich heute übernachten und dann kann ich dort noch einen entspannten und schönen Nachmittag machen, aber man soll ja bekanntlich nicht den Tag vorm Abend loben, wer weiß, was mir heute auch für Hindernisse mit sich bringt. Zügig geht's weiter auf einer wahren Radautobahn in Richtung Kochel am See. Auf dem Radweg geht's zügig voran. Nebenan, da staut sich schon wieder an einem Sonntagmittag. Zwischen den Autos hindurch kann man den Kochelsee sehen. Der liegt dort am Almrand. Der Radweg wird jetzt nicht mehr direkt dran vorbeiführen. Unterhalb von mir, da fließt die Loisach. Die kommt aus dem Kochelsee als Abfluss hinaus. In Kochel am See habe ich die Mittagspause eingeplant. Der Bodensee-Königssee-Radweg umfährt den Ort zwar, aber ich fahre jetzt mal in die Ortsmitte rein und schaue, was es da an Möglichkeiten gibt. Ist Sonntagmittag, hat bestimmt ein Gasthof offen. Hier beim Schmied von Kochel, dort werde ich jetzt einkehren. Da ist ein Biergarten, dort kann ich das Rad gut abstellen. Und dort werde ich jetzt was zum Mittag essen. Heute gibt es noch mal die altbewährten Kässpätzle. Gestärkt kann ich meine Radtour fortsetzen. Kässpätzle sind genau das Richtige. Ähnlich wie Nudeln liegen die nicht so schwer im Magen und geben Kraft. Allerdings der Unterschied zwischen Kässpätzle, der kann gewaltig sein. Die gestern, die waren richtig mit Liebe handgemacht. Hat eine Weile gedauert, aber die haben fantastisch geschmeckt. Die heute, das war eben Fertigware, die Röschzwiebeln verbrannt und man mag eben Kochel am See, dort ist der Tourismus, die brauchen sich nicht mehr ganz so bemühen. Die Sonne scheint, es hat 24 Grad und das ist doch das Radfahrwetter, das ich mir erwünscht habe. Zum ersten Mal habe ich jetzt auch meine Sonnenbrille auf, denn es blendet jetzt zur Mittagszeit. Aber lieber so als strömender Regen.
Wieder mal ein sehr schöner Abschnitt auf dem Bodensee. Königssee-Radweg, der Hauptradweg, der verläuft oben der Straße weiterhin entlang. Und so ein Abstecher, der führt jetzt mitten in die Landschaft rein. Bisschen hügelig, holprige Pflastersteine, aber dafür landschaftlich sehr schön. Und man ist hier für sich als Fernradfahrer. Generell habe ich gemerkt, ich habe noch einen relativ alter GPS-Track vom Bodensee-Königssee-Radweg. Der bevorzugt oft solche Wege mitten durch die Landschaft, Wald- und Wiesenwege. Während die Ausschilderung teilweise erneuert wurde. Und dann werden eher die Begleitwege von vielen Autostraßen ausgewählt. Die sind meistens eben asphaltiert, die fahren sich gut. Vielleicht erhofft man sich somit, dass der Bodensee-Königssee-Radweg auch Familien geeignet wird oder ein Jedermanns-Fernradweg wird, weil er ist dadurch doch bequemer zu fahren wie hier jetzt. Hier kommt man nicht so schnell voran. Wie jeder Radweg erlebt halt. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten, den Radweg auch zu fahren. Aber mein Track, der ist gar nicht so schlecht. Den habe ich bei Radreise-Wiki runtergeladen. In der Ferne zeigt sie sich schon die Klosteranlage Benediktbeuern. Und hier gibt es heute eine zünftige Mussi. Überall laden an einem Sonntagnachmittag jetzt die Biergärten und Gaststätten zum Verweilen ein. Da muss man als Radfahrer ganz schön widerstehen, wenn man noch ein paar Kilometer vor sich hat. Feeling Ruhr. Und jeder, der ein Fahrrad hat, der hat es heute aus dem Keller oder der Garage geholt. Mein Fahrradcomputer zeigt jetzt 32 Grad in der Sonne an. Es geht immer stetig leicht bergauf und so langsam wird mir zum ersten Mal richtig warm. Der Radweg läuft jetzt entlang der B472. Eine viel befahrene Bundesstraße, vielleicht auch nur an einem Sonntag. Ich bekomme jede Menge Abgase ab. Hitze und Lärm sind die nicht ganz so schönen Seiten des Bodensee-Königssee-Radwegs. Ich kenne die Strecke ja bereits und weiß, dass es nach Bad Tölz wieder durch ein schönes Naturschutzgebiet weitergeht. Das sind vielversprechende Aussichten, denn jetzt fahre ich schon ca. 5 Kilometer entlang der Bundesstraße, Lärm und Gestank. Nebenan mal wieder ein kleiner See, der Stallauer Weiher. Ich habe mit all den Autofahrern Bad Tölz erreicht und stehe jetzt an der Isarbrücke, die führt in die Altstadt von Bad Tölz hinein.
Wer der Isar flussabwärts auf dem Isar-Radweg folgt, der gelangt dann irgendwann nach München. Das war jetzt Bad Tölz am Sonntagnachmittag zur Ferien- und Urlaubszeit. Jede Menge Hummel und Touristen, die dort unterwegs sind. Ich habe jetzt die Stadt durchquert, hat eine Weile gedauert und jetzt bin ich wieder auf einem sehr schönen Abschnitt des Bodensee-Königssee-Radwegs in Richtung Tegernsee. Der verläuft jetzt oft auf Kieswegen, also nicht so gut befestigt. Es ist deshalb ein bisschen mühselig hier voranzukommen. Es kommen auch ein paar Steigungen, aber dafür landschaftlich ist es sehr schön. Als ich 2014 hier zum ersten Mal unterwegs war, habe ich genau an der Bank Mittagspause gemacht bei einer deftigen Brotzeit. Und deshalb halte ich hier jetzt kurz an und nehme einen Schluck aus der Getränkeflasche. Und manchmal ist es wirklich schön, wenn man sieht, dass sich Dinge einfach nicht geändert haben. Hier ist noch alles wie damals. Eine der wirklich schönen Passagen des Radwegs, die ich jetzt sehr genieße. Geschenkt bekommt man auf dem Stück allerdings streckenmäßig nichts. Es gehört jetzt ganz schön zur Sache hier. Dafür gibt es an einem heißen Sommertag auch immer wieder schattige Passagen und die nehme ich dankend an, denn es ist wirklich relativ heiß an einem Sonntagnachmittag. Eins dürft ihr mir glauben, heute Abend, da freue ich mich auf eine kalte Dusche.
Hier im Österreichweg kann man richtig mit mehr Wissen bestimmt 14% Steigung, Kieswege und viel Steine, Bodensee, Königssee, Radweg, intensiv. Auch die Passage des Bodensee-Königssee-Radwegs habe ich gut überstanden, beziehungsweise bin ich gut durchgefahren. War schon fast grenzwertig im Trekkingrad. Es ging ständig bergauf auf steinigen Kieswegen. Ich hoffe mal, dass morgen die Strecke nicht allzu oft so ist, sonst wird es relativ hart mit den 130 Kilometern. Kurz vorm Tegernsee befindet sich noch ein Golfplatz, 100 hoch. Egal in welche Richtung man auf dem Bodensee Königssee-Radweg fährt, es geht nochmal richtig steil bergauf. Damals, als ich von Bad Fischbachau kam, vom Tegernsee, da musste ich mein Fahrrad teilweise schieben, weil es ein gepflasterter Weg war hier hoch auf den Golfplatz. Die andere Richtung, die ging jetzt, die war asphaltiert. Und im ersten Gang habe ich die Steigung überwunden und genieße jetzt die Aussicht hier oben. Der berüchtigte Schiebeabschnitt. Damals ging dort aufwärts gar nichts mehr mit meinen vollen Packtaschen. Nach der kurzen Strapaze taucht jetzt auch der Tegernsee vor mir auf. Und es geht erstmal bergab. Der Tegernsee in seiner vollen Schönheit heute an einem strahlenden Sonntag im August. Rund um Tegernsee gibt es leider keinen separaten Radweg. Hier muss man als Radfahrer auf der vielbefahrenen Autostraße entlangfahren. Noch ein bisschen mehr als 15 Kilometer, dann bin ich an der Ortschaft Schliersee, bis zum See sind es 12 Kilometer, aber auch die haben es nochmal in sich, daran kann ich mich noch gut erinnern. Damals ging es mit frischen Kräften los, morgens in der Früh. Heute bin ich schon ein bisschen ausgelaugt, und deshalb, wir haben jetzt 3:30 Uhr nachmittags, ich kann mir Zeit lassen und werde es auch tun. Ich denke, ich habe trotzdem noch später einige Zeit, um mir Schliersee anzuschauen. Auch zum Schliersee führt kein ebener Radweg. Eine kleine Passhöhe, die muss überwunden werden. Und meistens sind es hier wieder Kieswege. Die sind relativ anstrengend, bergauf zu fahren.
An den Streckenabschnitt kann ich mich noch sehr gut erinnern. Da geht es jetzt gleich richtig giftig in die Höhe. 16% Steigung. Da heißt es, bitte nicht stehen bleiben. Und Hinterrad, dreh bitte jetzt nicht durch. Geschafft. Und sobald man oben auf der Höhe angekommen ist, geht es auch kurz drauf halt wieder bergab. Das war der Radweg so an sich. An den Wegabschnitt hier kann ich mich noch richtig gut erinnern. Vom Königssee bis hierher waren damals gut ausgebaute Radwege, überwiegend asphaltierte Wege, teilweise ebene Kieswege. Und dann stand ich plötzlich hier, es ging bergauf, bergab, auf steilen und steinigen Kiesbahnen. Und ich habe nur gedacht, auf was hast du dich hier eingelassen, wenn es die nächsten 100 Kilometer so weitergeht. Überschnitt hatte ich mit dem Radweg. Aber Gott sei Dank sind es nur kurze Etappen und die habe ich auch jetzt gleich geschafft. Und für heute reicht es mir auch langsam. Ich merke die Strapazen des Tages. Und ich weiß auch, morgen, da wird es wieder ein bisschen angenehmer durchs Chiemgau. Irgendwann geht es dann auch wieder raus aus dem Wald und auf besser befestigten Radwegen weiter. Geschafft, das Tagesziel, der Schliersee, den habe ich erreicht und ich werde mir jetzt noch ganz kurz den See anschauen, dann geht es noch mal 2 Kilometer weiter zu meiner Unterkunft. An so einem sonnigen Sonntag wie heute, da ist die Hölle los am Schliersee. Badegäste, Angler, Radfahrer, Spaziergänger. Kein ruhiger, natürlicher Ort. Und deshalb geht es gleich weiter in Richtung meiner Pension. Bis dorthin sind es jetzt noch 1,6 Kilometer. Die mache ich ganz gemütlich, bringe den Kreislauf runter und kühle ein bisschen aus dabei. Da ist meine Unterkunft für die Nacht. Gästehaus Hotel Hubertus habe ich über Booking gebucht. Leider direkt an der vielbefahrenen Bundesstraße. Aber hatte bei Booking eine ganz gute Bewertung und war auch relativ preiswert. Ich lasse mich jetzt einfach mal überraschen und sehe dem Ganzen positiv entgegen. Und werde jetzt gleich mal einchecken. Zimmer Nummer 18 habe ich heute Nacht. Da wird man schon stilvoll empfangen. Auf meiner Scheiben schießen gern groß und klein fast alle Herren. So schaut's aus. Mein Zimmer für die Nacht. Ganz passabel und geräumig. Sogar eine kleine Badewanne. Und jetzt werde ich gleich noch mal runtergehen und mein Fahrrad in den Keller stellen. Das hat mir der Herr an der Rezeption erlaubt. Dann ist es sicher verstaut. Rad habe ich jetzt in den Keller gestellt. Jetzt gibt es erstmal eine kühle Dusche. Und anschließend
werde ich noch mein Radtrikot und meine Radhose waschen und trocknen. Denn heute habe ich wirklich geschwitzt und nach 3 Tagen ist die relativ verbraucht, die Kleidung. Ich habe keinen Ersatz dabei, zwecks Gewichtsersparnis, und deshalb heißt es heute Abend noch waschen. Zum Glück bin ich ein bisschen früher auf dem Zimmer. Ich bin frisch geduscht und jetzt heißt es noch Wäsche machen. Nach 3 Tagen die Radhose, die muss unbedingt gewaschen werden. Schweiß, Salz, Bakterien. Mein Trikot wasche ich auch mit und meine Radsocken sowie das Klettverschlussband aus dem Radhelm. Und jetzt gibt es die gute alte Handwäsche. Wer nicht mit Minimalgepäck reist, der kann da Rei in der Tube mitnehmen. Habe ich diesmal nicht dabei, den Luxus. Deshalb nehme ich einfach den Rest Duschgel, der auf dem Zimmer stand, und werde im Waschbecken jetzt Handwäsche machen. Meine Radkleidung habe ich jetzt ausgewaschen, gut ausgespült und vor allem, ganz wichtig, richtig gut ausgerungen, denn jede Feuchtigkeit, die ich schon mit der Hand rausbringe, hilft mir ungemein weiter, dass die morgen trocken ist. Und jetzt kommt der letzte Schritt der Trocknung, der vorletzte, der Rest muss dann die Luft machen. Ich hebe mir immer mein Duschhandtuch auf. Nach dem Duschen trockne ich meistens mich mit meinem kleinen Handtuch ab, dass das Duschhandtuch immer ganz trocken ist, und das nehme ich dann, um meine Radkleidung zu trocknen, und ich zeige euch jetzt, wie. Und zwar habe ich jetzt mein Duschhandtuch hier auf dem Bett ausgebreitet und jetzt nehme ich meine Radkleidung, lege die hier drauf, dass sie schön offen auf dem Handtuch liegt. Meine Radhose ebenfalls. Und meine Radsocken, die kriege ich auch noch irgendwo unter. Und jetzt erfolgt das Einwickeln. Ich mache hier einen Wrap. Und jetzt habe ich meine Radkleidung im trockenen Handtuch. Und jetzt heißt es kräftig durchkneten. Das trockene Handtuch saugt die Feuchtigkeit nochmal raus. Und es funktioniert vor allem, wenn das Handtuch richtig trocken ist. Wenn ihr euch schon damit mal abgetrocknet habt nach dem Duschen, geht es nicht mehr so gut. Man kann auch noch den Duschvorleger nehmen, wenn er frisch gewaschen ist und trocken. Das hilft weiter, vor allem an relativ kühlen und nassen Tagen. Da trocknet es auch im Zimmer nicht mehr so. Heute ist sonnig und warm. Ich bin im Dachgeschoss, also bis morgen wird alles trocken sein. Das Kritischste ist immer die Radhose, vor allem mit Gelanlagen oder sonstigen Sitzkissen. Da kann es sein, dass sie bis zum nächsten Morgen noch ein bisschen feucht ist. Wenn es dann warm ist, dann geht es auch, aber wenn es kalt ist oder kühl, mit so einer Radhose weiterzufahren, das ist doch unangenehm. Und jetzt heißt es wieder ausrollen, und meine Kleidung ist relativ trocken und ich hänge sie jetzt noch hier im Zimmer voll zum restlichen Trocknen auf. Und das Handtuch, das ist richtig schwer, das hat die Feuchtigkeit abgesogen. Und jetzt heißt es, die Kleidung möglichst gut luftig hier im Raum zu verteilen. Und dann wird die bis morgen getrocknet sein.
Wir haben jetzt circa 5:45 und jetzt sind alle Dinge erledigt. Ich bin geduscht, meine Akkus laden nebenan, die Kleidung ist gewaschen und jetzt kann der entspannte Teil des Abends kommen. Heute war wirklich eine harte Tour. Waren wie gestern 100 Kilometer, aber die heute, die hatten es in sich. Die ersten 40 Kilometer, die gingen richtig gut, da ging es bergab, gut asphaltierte Wege, aber danach, nach der Mittagspause, da waren es dann Kieswege, es ging bergauf, bergab, teilweise mit fast 20% Steigung und das mit Packtaschen. Ich spüre es auch in den Beinen, also für heute hat es gereicht, zumal es dann noch teilweise fast 30 Grad in der Sonne hatte. Morgen habe ich nochmal 130 Kilometer vor mir, die längste Tagesetappe. Da geht es durchs Chiemgau und ich kenne die Strecke ja bereits und ich weiß, die Strecke ist relativ eben, gut ausgebaut, viel asphaltierte Wege und deshalb, ich denke, die schaffe ich. Ich werde morgen wahrscheinlich dann ein Picknick machen, dass die Mittagspause spontan, flexibel und auch relativ schnell erfolgen kann. Und wenn ich die morgige Etappe hinter mir habe, gibt es noch mal eine mit ein paar Steigungen zum Königssee hoch, aber dann ist alles relativ eben flach, dann geht es bergab in Richtung Donau, aber soweit sind wir noch nicht. Jetzt mache ich mir erstmal einen schönen Abend und entspannen. Das habe ich mir jetzt, ich denke mal, verdient und sage Tschüss für heute.